Hallo und grüß Gott zu diesem neuen Beitrag, wo wir uns heute mal eine kurze Geschichte anschauen rund um Erfassung von privaten Ausgaben mit der Power-Plattform und wie man diese analysieren kann. Gut, hier eine kurze Agenda. Also, erstmal fangen wir an mit der dunklen Bedrohung, dann geht es weiter mit der neuen Hoffnung und dann schlägt das Imperium zurück. Also, was habe ich dahinter verborgen? Erstmal die dunkle Bedrohung. Was ist das? Naja, wie werden Stand heute bei uns private Ausgaben erfasst? Das habe ich jetzt hier mal beispielhaft in so einem Excel-Sheet gemacht. Ja? Das ist jetzt wirklich nicht, dass wir tatsächlich nutzen, aber das Prinzip geht in die richtige Richtung. Wir haben hier so für verschiedene Monate die Ausgaben einfach mal aufgelistet und dann gibt es hier verschiedene Kategorien und in der Kategorie, in so einem Feld, werden dann die Werte nacheinander eingetragen. Das ist natürlich super umständlich und super zeitaufwendig. Deswegen geht es jetzt hier weiter mit der neuen Hoffnung. Und was ist das? Naja, das kennt ihr bestimmt. Im AI-Hub gibt es ein Standardmodell, das liest quasi Receipts aus, also von Lidl, Aldi und den ganzen Supermarktketten, die ihr so alle habt. Ja? Und da wollten wir mal ausprobieren, wie funktioniert das hier, wenn man das standardmäßig in der App verwendet. Ja? Dann habe ich die App, also das würde dann hier so oben in die App reingehen. Und das, was dann da drunter kommt, das habe ich dann einfach nochmal ein bisschen schöner dargestellt. Die Werte sind aber da, das ist nur eine andere Darstellungsweise und ja, damit ich das ein bisschen schöner gemacht habe. Ja? Und wie das Ganze funktioniert und was man damit machen kann, das wollte ich jetzt mal an einem Beispiel in meinem Demosystem zeigen. Und da wechseln wir jetzt mal hin. So, starten tun wir hier im Power Automate, im AI-Hub. Und da habe ich mal die AI-Modelle aufgerufen. Und was ich benutzt habe, ist im Prinzip das hier. Ja, ich habe da gar nichts trainiert, sondern ich habe wirklich dieses Modell, so wie es ist, einfach genutzt und gesagt, use in der App. Ne? Dann ist mir eine App gebaut worden. Mache ich kurz auf mit diesem oberen Teil. Ja? Und dann kann man aus dieser App, das sieht man hier gleich, wenn ich das mal links aufmache, ja, dann sieht man hier einen Teil, der heißt Receipt Processor. Und daraus kann ich die ganzen anderen Felder hier quasi auslesen und anders da darstellen. Ja? Und dann habe ich natürlich noch ein paar Gimmicks reingebaut, wie Statistiken, aber das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Also, wie funktioniert das? So, ich war jetzt gefühlt bei irgendeinem Supermarkt beim Einkaufen. Nehmen wir mal das hier. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern. Da waren wir beim Lidl. So, und jetzt seht ihr, wie das verarbeitet wird. Und dann liest er hier oben quasi aus, wie viel wir eingekauft haben und hier was. Ja, also bayerischer Knödelteig und irgendein Joghurt. Ja. Dann vergleiche ich noch den Gesamtbetrag mit den Einzelpositionen. Wenn das stimmt, ja, dann wird dieser Button hier aktiv und ich kann das aufgeben und kann sagen, okay, trage mir das mal in meine Liste ein. Und die Liste ist natürlich eine Dataverse-Tabelle dahinter und die wird jetzt hier auch grafisch dargestellt. Das heißt, ich mache jetzt keine Excel-Liste mehr, sondern ich lasse mir anzeigen, hey, wo hast du dein Geld ausgegeben? Ja, Galeria Kaufhof in dem Fall oder Lidl, das, was wir gerade eingegeben haben. Und für was? Ja, und da wird das dann hier so aufgedröselt. Gut, wenn man jetzt da hier weitergeht, habe ich gesagt, okay, es kann ja auch sein, dass wir irgendwann mal was erfassen, wo vielleicht eine Position nicht so ausgelesen wird. Ja, weil zum Beispiel irgendwo was fehlt oder hier hinten stehen immer diese Kennzeichen A und B. Das ist für das Steuerkennzeichen, das will ich nicht haben. Ja, dann steht hier manchmal B drin, dann muss man es korrigieren. Ja. Deswegen habe ich hier die Funktion rein, dass man das löschen kann, dass man neue Positionen anlegen kann. Und wenn alles passt, dann darf man das aufgeben. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein Achter reinmache, ja, und das aktualisiere, dann passt nicht, dann kann ich das nicht submitten. Ne? Also machen wir wieder hier den Neuner rein, aktualisieren das, dann funktioniert das alles. Was ich auch noch reingemacht habe, ist, stellt euch vor, ihr habt ja irgendwie was Falsches rein, ja? Oder ihr wollt das anders da klassifizieren. Dann gibt es hier so eine Korrekturfunktion. Die rufen wir jetzt die Elemente aus der Dataverse-Tabelle ab. Ja, und da kann ich dann rein einzelne Elemente löschen oder alle löschen. Ja, und ich kann auch, ich habe das hier so gemacht, wenn ich jetzt hier nach Lidl filter, dann kann ich alle auf einmal von Lidl löschen. Ja,
Also dann brauche ich hier nicht komplett rein. Wir machen das mal. Ja, dann ist alles komplett gelöscht. Der andere Beleg von Galeria Kaufhof ist aber noch da. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, könnte ich jetzt nochmal das Ganze submitten oder wieder auf meine Statistik. Ja, und da ist jetzt natürlich nur Galeria Kaufhof da. Also super einfach, wie das geht. Und jetzt an der Stelle würde ich mal kurz eingehen wollen auf ein paar technische Details. Ja, wenn euch das nicht so interessiert, könnt ihr vorspulen zum letzten Teil. Ja, aber jetzt schauen wir uns mal ein paar technische Sachen an. Und zwar einmal das hier, wie ich das gemacht habe. Also das wird jetzt hier quasi ausgelesen über diesen Receipt-Prozessor, der automatisch reinläuft. Und dann lese ich hier, das seht ihr hier, Merchant Name, das Datum, Merchant Address und so weiter aus. Das hier, das Graue, das ist so ein zusammengefasstes Feld. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Lidl einkaufe, dass ich das einfach heraussuchen kann, ja, habe ich hier A für Receipt, dann das Datum und den Lieferanten oder Merchant. Natürlich passt das dann nicht mehr, wenn ich zwei oder dreimal am Tag beim Lidl einkaufe, aber das passiert bei uns ja nicht. Genau, dann das zweite ist hier so eine kleine Gallery, ja, die habe ich dann einfach als Receipt Collection genommen. Wie wird die gefüllt? Naja, das ist einfach hier drüber, wenn da was ausgelesen wird, dann läuft das in diese Receipt Collection. Das zeige ich hier an und ermöglicht dann den Leuten, hier Aktualisierungen zu machen oder was zu löschen. Also zu löschen ist quasi hier das Remove, ja, aus der Collection. Und beim Aktualisieren, da wird dann halt der Preis, der Text oder was auch immer ich aktualisieren will, aktualisiert. Dann noch was anderes. Das hier, das als kleiner Punkt. Na, hier habe ich zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will da noch was hinzufügen. Ja, können wir ja mal machen. Also ich sage jetzt hier, neue Description, 1 Euro füge ich hinzu, ja, dann wird das hier unten reingetragen, ne? Das wird jetzt auch einfach zur Collection dazugefügt und ich kann das jetzt hier wieder rausnehmen, dann passt wieder alles. Das ist einfach hier über den Befehl Collect und dann nehme ich halt Preis und das, was ich eingebe, dazu. Wichtig vielleicht ist noch dieser Submit-Button, weil hier mache ich Folgendes, und zwar machen wir es ein bisschen größer. Hier aktualisiere ich quasi meine Receipt Collection. Ja, da nehme ich dann Merchant rein und so weiter. Ich nehme auch den Artikel rein. Das seht ihr jetzt hier im Überblick nicht, weil die Einzelpositionen habe ich in dieser Gallery nicht angezeigt. Aber ich habe jetzt sowas wie Total Price, Single Price und so weiter. Ja, das mache ich dann sozusagen, schreibe das rüber in die Dataverse-Tabelle. Hier einfach mit diesem Patch. Ja, also ich mache jetzt keinen Flow, sondern ich haue das einfach knallhart rein. Dann habe ich weiter einen Schritt, wo ich dann nach dem Submit-Button auf diese Statistikseite wechsle. Ja? Und da habe ich jetzt zwei Sachen, weil ich habe zwei Grafiken. Da habe ich eine Collection 1, da summiere ich oder gruppiere ich nach Artikel, ja, nach Artikelnamen und zähle dann den Gesamtpreis auf, ja, der mir dann in der Grafik dargestellt wird. Und sowas Ähnliches mache ich in Schritt 5 und 6 hier unten noch für meine Merchants, also für meine Supermärkte, wo ich da einkaufe. Ja, also wenn wir hier mal drauf gehen, machen wir das Ganze nochmal, dann wechselt das automatisch hier in diese Grafik, wenn es verarbeitet ist, und dann seht ihr halt hier, kommt dann der Lidl mit drauf und das wird aktualisiert. Ja? Also super einfach. Und vielleicht noch zum letzten Punkt in diesem Correct. Hier natürlich wieder eine Gallery, die ich hier reingemacht habe. Also hier super einfach. Und hier einfach so ein Delete-Button oder Remove-Button aus meinen Receipts, also der geht jetzt wirklich auf die Dataverse-Tabelle. Ja, und dann hier oben habe ich Folgendes gemacht. Hier wollte ich ja nicht immer nur die einzelnen löschen, sondern die zusammengehören. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, remove das, ja, und dann diesen String hier, diesen ganzen Kladderadatsch hier, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr einfach eine Power-App generiert, ja, und dann in diese Galerie filtert. Das habe ich da einfach mit reingenommen, weil das klappt wunderbar. Ja, und er filtert mir dann oder löscht mir dann die raus, die ich hier entsprechend gefiltert habe. Ja? Gut, das war es soweit. Was ich euch zeigen wollte zu dieser kleinen App. Wirklich nicht schwer, das umzusetzen. Ja? Und wie gesagt, mit dem Receipt-Prozessor ist, ja, ich würde mal sagen, mehr als 2/3 der Arbeit schon gemacht. Gut, jetzt gehen wir nochmal in die PowerPoint für ein paar wichtige Hinweise. Weil ich bin da noch auf eine Hürde gestoßen. So, also nach dieser Demo
jetzt noch hier, ja, der Teil, das Imperium schlägt zurück. Ja, was ist denn da draus geworden? Naja, auch die aktuelle Art und Weise, wie wir Ausgaben erfassen, ist nach wie vor in dem Excel. Da konnte ich meine Finanzchefin jetzt leider nicht so überzeugen, das zu nutzen. Und warum? Das versuche ich euch jetzt hier zu erklären. Und zwar in der Zusammenfassung habe ich jetzt mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Also, dieses Beispiel, was ich jetzt hier so zum Spaß verwendet habe ein bisschen, ja, das soll eigentlich darauf hindeuten, dass eine Power-Plattform-Implementierung mehr ist, als irgendwie eine App oder einen Flow zu erstellen. Ja. Worauf es ankommt, ist, dass ihr die Leute da abholt, wo sie sind. Das haben wir mehr oder weniger gemacht, ja, kann man sagen. Ja, Vorteile haben wir aufgezeigt, geht alles einfacher und schneller. Aber, das war jetzt meine Hürde, ausreichend Budget. Ja, das hatte ich jetzt in meinem Fall nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das nach wie vor in der alten Art und Weise. Ja. Aber wichtig ist natürlich, um an dieses Budget zu kommen und auch wenn die Leute sagen, okay, cool, dass man natürlich Unterstützung vom Management braucht. Ja. Und natürlich auch die Leute trainiert, ja, wie einfach das geht, um ihnen einfach nochmal die Vorteile so ein bisschen zu zeigen. Ja. Also es ist mehr als nur irgendwelche Apps zu bauen oder irgendwelche Flow-Lösungen, sondern um jetzt das, die Power-Plattform oder eine Low-Code-Plattform einzuführen, gehört halt mehr dazu, als nur irgendwelche coole Apps zu bauen. Gut, das war's dann soweit wieder. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann teilt die bitte gerne, entweder hier per E-Mail oder einfach in den Kommentaren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.